Nee, jetzt noch nicht. Was kommt eigentlich die erste Fritzbox? Jetzt bei Frag Fritz. TS hat gefragt, könnt ihr nicht mal alte Fritzbox-Hardware zeigen und die mit aktuellen Modellen vergleichen? Und TS machen wir natürlich gerne. Was ich hier habe, ist unsere allererste Fritzbox. Hinten steht es drauf, ADSL, Modemrouter, Fritzbox. Modemrouter, was waren das damals eigentlich für Zeiten? Wir reden hier ein Jahr vor Start von YouTube und die meisten hatten eigentlich nur einen Rechner zu Hause. Und deswegen haben viele die Fritzbox auch nur als Modem genutzt, also einfach mit dem Rechner verbunden und dann mit einer AOL oder T-Online-Software ins Internet gegangen. Aber einige hatten auch schon einen zweiten Rechner und da brauchte man auf einmal einen Router, der das Netzwerk aufbaut und den Internetzugang verteilt. Und genau das hat die Fritzbox ja auch gemacht. Wir haben hier natürlich einen ADSL-Zugang, damals als es losging, ADSL, maximal 8 Megabit pro Sekunde. 2 Jahre später kam dann ADSL 2 Plus bis zu 16 Megabit, hat sie bei Update ja auch noch gelernt. Und dann haben wir 2 Netzwerkschnittstellen, um eben genau ein oder zwei Rechner anschließen zu können. Und das hat den allermeisten gereicht. 100 Megabit hat auch dicke gereicht. Und falls der Rechner noch keine Netzwerkkarte hatte, auch das war damals durchaus üblich, gab es noch den USB-Anschluss, um den Rechner per USB anzuschließen. Also nicht etwa, um den Speicher reinzustecken, sondern wirklich die Verbindung zum Rechner. Heute reden wir ja von ganz anderen Anforderungen im Internet und demzufolge ist die Fritzbox ja auch ordentlich gewachsen. Heute haben wir zum Beispiel eine 7590 AX. Wir brauchen schnelles Internet. Wir haben DSL hier zum Beispiel bis 300 Megabit pro Sekunde. Wir reden von WLAN. Wir haben inzwischen die 6. Generation Wi-Fi 6 mit drin. Wir haben Telefonie mit drin über das Internet. Deckbasis für Telefonie, für Smart Home. Natürlich nach wie vor die Möglichkeit, per Netzwerk ranzugehen, für Gigabit-LAN-Schnittstellen. Und auch hier USB-Schnittstellen, aber nicht um den Rechner anzuschließen, sondern hier genau, um zum Beispiel einen Massenspeicher oder einen Drucker im Netzwerk freizugeben. Und das Ganze gibt es ja auch nicht mehr nur für DSL, sondern auch für Glasfaser, Mobilfunk, ganz allgemein für Netzwerk und für den Kabelanschluss. Ihr habt also die freie Wahl für einen Anschluss, das passende Modell, in ganz groß, aber es gibt sie auch noch in kleiner, wenn ihr sie wollt. Und wann ist die erste Fritzbox eigentlich auf den Markt gekommen? Das war genau heute, vor 18 Jahren. Das heißt, die Fritzbox hat Geburtstag! Ja, und wir feiern zusammen mit euch. Denn nicht nur wir wollen hier Spaß haben, auch ihr sollt Spaß haben. Und deswegen gibt es auch was zu gewinnen. Schreibt einfach in die Kommentare, was war eure erste Fritzbox und was könnt ihr gewinnen? Ein Kuchen und natürlich eine Fritzbox. Wenn ihr noch mehr alte Geräte sehen wollt oder einfach Fragen habt oder mit uns feiern wollt, dann schreibt es in die Kommentare und denkt dran, Abo reinhauen, Glocke reinhauen. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ich muss jetzt feiern. Ciao. Nee. Das war nicht alles.